Das Gurgeltal zeigt sich momentan von seiner schönsten Seite. Die herrliche Tiroler Berglandschaft, Blumen und Wiesen laden zum Wandern und Mountainbiken. Aber es muss nicht immer schweißtreibender Aktivsport sein. Vom Alltagsstress geplagt ist es umso wichtiger, auch einmal zu entschleunigen und sich zu entspannen. Eine wunderbare Alternative ist hier das Angeln. Im Gurgeltal gibt es einige Möglichkeiten, an Seen und Gebirgsbächen sein Glück zu versuchen, solange man einen gültigen Fischerschein und die Erlaubnis am jeweiligen Gewässer hat. Absolute Ruhe findet man zurzeit am Fernsteinsee. Genießen Sie die idyllische Umgebung mit Sicht auf das romantische Schloss und die Berge am besten beim Forellenangeln in den Morgenstunden. Aber nicht jeder hat das Bedürfnis nach absoluter Ruhe. Insbesondere Kindern ist der Ertrag nach einem Angelausflug umso wichtiger. Für Familien ist hier der Nassereiter Fischsee direkt im Ortskern genau das Richtige. Regenbogenforellen, Lachsforellen und Saiblinge lassen sich hier etwas leichter fangen. Auch in Tarents gibt es Gelegenheit zum Angeln. Am Prenjursee treffen sich unter anderem professionell ausgestattete Sportfischer. Mit einem Besatz von Karpfen, Schleie, Amur, Brachse, Forelle und Zander wurde hier schon der eine oder andere Kampf mit einem etwas größeren Fisch ausgetragen. Weitere Informationen zum Fischen im Gurgeltal, Öffnungszeiten und Tageskartenpreise finden Sie in der Touristeninformation Imst, Tarents und Nassereit oder unter www.imst.at.